Heute Nacht auf der Autobahn an der deutsch-niederländischen Grenze. Reporter des Fernsehsenders Welt filmen das Ende einer Urlaubsreise. Ich muss auf jeden Fall in Quarantäne, aufgrund keiner Impfung und keinem Test. Die übernächtigte Deutsche zählt zu den ersten, die kurz hinter der Grenze herausgewunken wurde und nun die Konsequenzen der neuen Testpflicht für Reiserückkehrer tragen muss. Die Bundespolizei hat für die Kontrollen auf Flughäfen, in Zügen oder eben auch an den großen Autobahnübergängen ihr Personal verstärkt, um die Kontrollen durchzuführen, die auch Bundesinnenminister Seehofer angekündigt hat. An Ort und Stelle bei der Einreise wird zwar noch kein Bußgeld verhängt, das aber kann später das Gesundheitsamt am Wohnort nachholen, betont Michael Mertens, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei bei NTV. Aber Unwissenheit schützt hier vor Strafe und Kontrolle nicht. Sie werden dann auch notiert werden, werden eine Anzahl bekommen und man wird es den Gesundheitsbehörden mitteilen. Wenn man der Polizei ins Netz geht, kontrolliert wird, stichprobenartig, aber jeder kann angehalten werden. Schleierfahndung eben. Heißt auch, wenn man die Grenze überschritten hat, hat man es nicht geschafft ohne Kontrolle. Man kann bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere jederzeit wieder kontrolliert werden. Und Michael Mertens macht auch keinen Hehl daraus, was er zumindest hinter der Testpflicht für Urlaubsrückkehrer erkennt. Ja, man kann das durchaus sagen, dass das so eine indirekte Werbemaßnahme für das Impfen ist. Denn die, die geimpft werden, brauchen keinen negativen Test. Das ist ein Stück weit Freiheit, die man zurückbekommt und auch eine Werbemaßnahme für das Impfen. Tatsächlich geht das Impftempo in Deutschland zurück, was den Impfschutz nicht höher macht. Morgen wollen deshalb die Gesundheitsminister beschließen, dass alle Geimpften, die bisher zweimal mit AstraZeneca oder einmal mit Johnson & Johnson geimpft wurden, ab September eine Auffrischungsimpfung mit BioNTech erhalten. Das soll den Impfschutz dieser Gruppe nochmal erhöhen. Für mehr Aufmerksamkeit sorgt aber eine zweite Beschlussvorlage. Danach soll auch Kindern ab 12 Jahren eine Impfung angeboten werden. Auch wenn das nicht mit einer Empfehlung oder gar einer Impfpflicht zu verwechseln ist, erkennbar ist, die Politik will mehr über 12-Jährige impfen als bisher. Sie stellt sich damit ein Stück weit gegen die ständige Impfkommission, die bisher keine Impfempfehlung ausgesprochen hat. Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO, bleibt dennoch gelassen. Trotz der nun bevorstehenden Kampagne bleibe es ja dabei, dass über 12-Jährige nur geimpft würden, nach Beratung durch einen Arzt und nach Zustimmung der Eltern. Doch Mertens weiß auch, der Druck auf die unabhängige STIKO wächst damit noch weiter. Mertens im Interview mit dem Fernsehsender Welt. Es kann eine Änderung der Empfehlung geben. Wie gesagt, wenn wir das auf der Basis unserer sehr exakten Analysen für notwendig erhalten. Dies werde aber eher in Wochen als in Tagen geschehen, fährt Mertens fort, um dann die Schutzwirkung einer Impfung der über 12-Jährigen einzuordnen. Zum einen blieben auch danach immer noch 9 Millionen Kinder unter 12 Jahren ungeimpft, weil es für die gar keinen zugelassenen Impfstoff gäbe. Viel wichtiger als das Impfen der über 12-Jährigen sei zudem, dass sich noch mehr 18- bis 59-Jährige endlich impfen lassen. Um da nachzuhelfen und Impfskeptiker doch noch umzustimmen, könnte ab September Schluss sein mit den kostenlosen Tests an jeder Straßenecke. Thorsten Frey, der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende. Wenn jemand ein Impfangebot erhalten hat, wenn er sich impfen lassen kann, wenn nichts medizinisch dagegen spricht und er tut es nicht und ist deswegen weiterhin auf zahlreiche Tests angewiesen, dann finde ich, ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass diese Tests nicht von der Allgemeinheit, sondern von demjenigen bezahlt werden, der sie auch verursacht. Entschieden ist noch nichts, aber das Argument, das Frey hier nennt, gewinnt immer mehr Anhänger.